Was würden Sie sagen, sind die 7 teuersten Wörter für jedes Unternehmen? Nämlich die 7 Wörter, das haben wir schon immer so gemacht. Warum ist das teuer? Ja, das sind die Wörter von Unternehmen, die darauf bestanden haben, alles so weiterzumachen, wie sie es immer schon gemacht haben. Und die gibt es heute nicht mehr. So. Und am Ende hat dieser Herr schon die Antwort gegeben, Charles Darwin, Sie kennen es vielleicht aus dem Biologieunterricht noch. Es sind nicht die stärksten, größten, schnellsten Spezies, die überleben, sondern diejenigen, die sich anpassen können. Und die KI ist ja eine Grundlagentechnologie. Also sie ist nicht ein neues, erfolgreiches Produkt wie das iPhone oder ein tolles Auto, sondern wie das Bild hier zeigen soll, sie durchdringt uns. So ähnlich wie das früher auch schon Feuer, Dampfkraft, Elektrizität getan haben. Durch die Nutzung von KI haben sich Leistungsunterschiede verringert. Das ist natürlich eine Top-Nachricht fürs Thema Fachkräftemangel und es bestätigt sich auch in weiteren Studien. Was man auch sieht in Studien ist, dass Menschen, denen man ermöglicht hat, in ihrer Arbeit KI zu nutzen, es als eine Art Job-Enrichment empfinden. 80% haben gesagt, wir wollen das freiwillig weiter nutzen. Also die These, dass Menschen Angst haben vor der Nutzung von KI auf der Arbeit, dass sie das ablehnen, die sieht man so in der Studienlage bisher nicht bestätigt. Man sieht es auch im Bereich Programmierung. Hier sehen Sie eine Studie, die hat gemessen, wie schnell sind die Programmierer, wenn sie KI nutzen dürfen. Dann haben sie es in 1 Stunde 11 Minuten erledigt. Und wie schnell sind sie ohne? Da haben sie mehr als doppelt so lang gebraucht. Ja. Seit die Large Language Models für die Masse zugänglich sind, ist die wichtigste Programmiersprache quasi über Nacht geworden. Nicht mehr Java, Python, C++, sondern es ist Englisch beziehungsweise unsere Muttersprache. Wie steigert KI Produktivität? Sehen Sie hier, nämlich, dass hier die Ergebnisse von verschiedenen Studien zusammengefasst sind und die kleinen Balken links, ja, die sehen ja klein aus, oder? Das sind die Studien, die eine 40-prozentige Produktivitätssteigerung nachgewiesen haben. Ja? Also das ist ja nicht gering. Und dann geht das weiter über 60, 70, 100 bis hin zu dem Produktivitätsgewinn, den man in Meetings erfährt. Die KI ist sehr gut darin, Meetings zusammenzufassen. Die Meetingdauer ist ja stark angestiegen seit der Pandemie. So ab 10 Stunden pro Woche, pro Mitarbeiter in Meetings, sinkt die Produktivität ziemlich deutlich. In der nächsten Studie hat man ein Experiment gemacht, wo Manager ihren Teams E-Mails geschrieben haben. Und einmal ist die KI über die E-Mails drüber gegangen, bevor sie geschickt wurden, und einmal wurden die direkt geschickt. Die Führungskräfte selber haben über die KI veränderten E-Mails gesagt, ich hätte es selber nicht besser sagen können. Und die E-Mails bekommen haben, die haben viel lieber die KI geglätteten E-Mails gelesen als die Original-E-Mails. Ja. Deswegen, glaube ich, ist die Prognose, schriftliche Kommunikation wird durch so eine Art KI-Korrektur, wie wir heute die Rechtschreibkorrektur haben, geglättet werden. Und natürlich hat Audit-Zertifizierung auch das Potenzial von KI stark zu profitieren. Es gibt auch schon Forschung zum Thema Artificial Intelligence Co-Piloted Auditing und die Forschung sagt, es wird eine Zusammenarbeit sein von Menschen, die sehr viel besser ihre spezifischen Kunden und Kundinnen kennen und die Eigenschaften und alles tazite Wissen, was die KI ja nicht kennen kann. Und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit der KI, die eben große Datenmengen, abstrakte Datenmengen, generische Informationen viel besser und schneller verarbeiten kann. Also wenn Sie es starten wollen, ich habe hier mal 3 Stufen zusammengestellt. Also Stufe 1 ist, Sie erlauben, dass Menschen individuell probieren. Stufe 2 wäre, es gibt eine Community innerhalb der Organisation, die zusammenarbeitet, die auch berichtet, also ein bisschen orchestrierter, strukturierter. Und Stufe 3, Sie betreiben eigene KI-Projekte und trainieren sozusagen die KI genau für Ihre Zwecke. Relativ einfach ist, sich bereits entwickelte Large Language Modelle entweder mit einem Cloud-Zugang oder einer lokalen Lösung zugänglich zu machen und vielleicht auch noch zu trainieren für den eigenen Anwendungsbereich. Die Entscheidung, ja, ich finde das ganz schwer, wo warten wir und wo gehen wir selber voran, das ist eine strategische, aber ist auch eine schwierige. Und zu guter Letzt, was wird die KI nicht ersetzen? Ich denke immer, da wo Verantwortung übernommen werden muss, allein rechtlich ist es so, Menschen treffen Entscheidungen und sind verantwortlich, da wo es um echte Originalität geht und nicht ums Emulieren, also Nachahmen von Originalität. Und zu guter Letzt alles, was sozial ist, Netzwerke, man begegnet sich, man tauscht sich aus, man lernt sich kennen, man erfährt was über den anderen, was man nicht im LinkedIn-Profil nachlesen kann. Und deswegen ist es so gut, dass Sie hier sind, solche tollen Veranstaltungen machen, sich treffen und vernetzen.